Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu «So oder so». Wenn es um die SVP geht, der reden Parteipräsidenten von der BDP, der SP oder der Grünen noch schnell gern von brauner Politik oder faschistoiden Tendenzen. Über das Thema werde ich heute mit jemandem reden, der Bescheid weiss. Herr Hitler, darf man die SVP mit der NSDAP vergleichen? Ich verwahre mich gegen diese Beschmutzung der NSDAP. Die SVP, eine Partei, die mit dem Ausland nichts zu tun haben will. So schafft man dem eigenen Volk keinen neuen Lebensraum. Gut, aber wenn wir jetzt hier an die fremdenfindlichen Plakate von der SVP denken, zum Beispiel der Slogan «Kosovaren schlitzen Schweizer auf». Die Kosovaren sind ein osteuropäisches Arbeitervolk. Wenn die Schweizer sich von ihnen aufschlitzen lassen, ist das typisch für eine dekadente parlamentarische Demokratie. Der Grafiker von dem SVP-Plakat ist ja sogar ein Deutscher gewesen. Ein Schwächling, der an der Ostfront nicht zu gebrauchen war. Gut. Reden wir vielleicht von den SVP-Exponenten, zum Beispiel am Toni Brunner. Ich bin Vegetarier. Ja, ich weiss, der Toni Brunner als Bauer ja auch nicht. Obwohl, blond ist er, aber Fleischfresser, ekelhaft. Mein Leibgericht ist ja die Prinzregententorte. Ja. Oder der Christoph Blocher, der ja da pflichtet, ich mir sicher bei, eine charismatische Persönlichkeit ist. Auch kein Nazi. Blocher, ein ehemaliger oberster Luftschutztruppen, eine jämmerliche Waffengattung, die komplett versagt hat, als der Russe vor meinem Führerbunker stand. Und in der Europapolitik seid ihr ja auch noch nicht ganz auf der Linie von der SVP. Ich glaube an Europa. Putin! Er hätte das Zeug zu einer neuen Führerpersönlichkeit. Spricht im Übrigen sehr gut Deutsch. Viel besser Deutsch als Sie. Sie verweichlichter Bilak-Bolschewist. Ja, nun bin ich im Gegensatz zu euch noch am Leben. Die sind ja schon lange tot. Rappenpapp und der Rostenpapp. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke vielmals fürs Zuschauen.